Finde eine Möglichkeit, den Safe zu öffnen. Ja, ich sag mal so, ich habe die Fähigkeit noch nicht. Ich bin Level 7 mit Hacken und nicht Level 8. Ich glaube, das wird nichts mehr. Freunde! Können mich nicht hier lassen! Muss weg! Freunde! Können mich nicht hier lassen! Suche den Chip! Muss weg! Chip? Hier ist ja ein Chip. Suche den Chip. Ja, würde ich ja machen, aber ich kann nicht hacken. Ich habe kein Level 8. Ich finde es so dumm. Das ist ja egal. Ja, wie kriegen wir die Dame dazu? Naja. Hätten wir das auch geklärt. Ja, armes Algopsychos. Ah ja. Gut, aber sonst ist hier im Keller nichts. Oh, shit. Entweder ist da ein Grafikfehler oder der Körperfehler, aber gut, okay. Bestellung, Bestellung, Bestellung. Kaufen Sie jetzt hier. Kaufen Sie jetzt Ihres Herzchen, Herzchen, Herzchen. Jetzt haben wir schon wieder Alkohol. Leg mir mal. So kann ich mich nicht verbinden, der blöde Sound, blöde. Was haben wir denn überhaupt im Handy schon wieder hier? Was ist das? Ah, der schreibt da 150.000 Nachrichten, schreibt er mir. Die kann ja nicht wahr sein. Drei Kilometer lange Nachricht, wer soll das lesen? Ich nicht. Halt, da geht's lang. Öffne den Safe. Später. Man kann nicht immer Pech haben. Hinterlege den Datensplitter am Übergabeort. Gut, Alter, ist das denn gleich? Ja, oh, ein Krebs hier. Wo ist denn das? Wettbegleich. Entschuldigung. Ha? Da kommt ein kleiner Hirnanfall. Entschuldigung, ich muss ja was reden. Danke. Das ist das Auto, das wir auch noch kaufen können. Da wird der Porsche. Herr Vorfahrt, ich bin jetzt mit dem.
Ja, bitte. Was mit Juliet passiert ist. Scheiße. Sie hat mir erwähnt, dass sie eine Schwester hat. Echt traurig. Danke für die Daten, V. Der Auftrag ist erledigt und ich... Ich melde mich. Gut. Wenn wir mein Handy weglegen, das ganze Zeit hier mit bimmeln. Was machen wir denn? Machen wir doch nie weiter, würde ich sagen. So. Wenn wir fahren, könnten wir eigentlich mal. Komm, wir rufen mal jemanden an. Komm, wir rufen mal Julia. Fragen mal, wie es geht. Sollen wir ja machen. Was gibt's Neues? Was gibt's bei dir Neues, ist eher die Frage. Oh, ich's vergesse. Da hat so eine Elisabeth angerufen. Hat wohl einen Job für jemanden, der ein Auge für Virtus hat. Hab sie an dich weitergeleitet. Danke, dass du an mich gedacht hast, Judy. Hey, keine Ursache. Hoffentlich bringt es ordentlich Eddies. Hab den Job tatsächlich schon angenommen. Kein Scheiß. Und? Wie ist der gelaufen? Kann ich momentan noch nicht sagen. Schon klar, Diskretion gegenüber dem Klienten. Hm. Was ist sonst so in deinem Leben los? Ah, nichts Besonderes. Würde lieber wissen, wie es dir so ergangen ist. Vermisst du Night City gar nicht? Dafür ist es zu früh. Ich erinnere mich noch an den Lärm, den Gestank, alles. Und? Was treibst du so? Ich lasse es langsam angehen. Aber ich mache mich bald wieder an die Arbeit. Hab eine Idee für eine experimentelle Virtu-Serie. Wie lebt es sich fernab der Zivilisation? Du meinst Night City? Hm, du solltest Oregon sehen. Das hier ist das wahre Leben. Ja, vielleicht, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, dann fahren wir mal nach Oregon, oder? Lass uns über was anderes reden. Gern. Passt mir gut. Ich sitze gerade eh am Steuer. Ja, ich auch. Irgendwann kriege ich einen Braindance aufgenommen. Yep. Wie läuft der Virtu-Dreh? In letzter Zeit was Tolles aufgenommen? Was verstehst du denn unter toll? Zählt Schmuddelkram? Ein bisschen Interesse muss ich an allem haben. Virtus bringen mir vor allem wichtige Informationen. Um zu sehen, wer wen wie umgebracht hat? So in die Richtung. Aber du siehst es anders. Für dich ist das Kunst. Warum arbeitest du ausgerechnet an Pornos? Ist doch klar. 2 Minuten Real Feel bringen einen Wochenlohn. Schon. Aber ich hätte gedacht, jemanden wie dich stört diese Ausbeutung von Sexobjekten. Ausbeutung? Nicht in meinen Virtus. Meine Darsteller lieben ihren Job und deshalb sind die Leute so heiß auf sie. Echte Gefühle lassen sich nicht faken. Wie bist du überhaupt in die Branche gekommen? Hatte schon seit ich klein war ein Faible für Tech. Als ich meine erste Virtu erlebt habe, dachte ich, hey, das kriege ich viel besser hin. Also habe ich es versucht und hatte Erfolg. Der Rest kam von alleine. Ja, so ähnlich war das bei mir auch. Oh, ich habe früher auch gern Let's Plays geguckt. Tue ich heute immer noch gern. Und da habe ich gedacht, das krieg ich besser hin. Und dann fange ich selber an. Ja, mit dem Erfolg lässt sich noch zu wünschen übrig, aber so ist das halt normal. Übrigens, danke für die vielen Kommentare, die ich in letzter Zeit bekommen habe. Vor allem von Lorenz. Vielen Dank dafür. Freut mich auf jeden Fall sehr. Ich wollte noch über was anderes reden. Wir haben alle Zeit der Welt. Was gibt's Neues bei den Mogs? Was gibt's Neues bei den Mogs? Susie geht mir mächtig auf die Titten. Wie immer. Wie bist du überhaupt zu den Mogs gekommen? Ich dachte, Susie und die Mädchen könnten was in dieser Stadt verändern. Hab an sie geglaubt.
Aber Ihnen geht's auch nur ums Geschäft? Ganz so schlimm ist es nicht. Ein paar Joy-Toys führen dank Ihnen ein besseres Leben als vorher. Na, immerhin. Kannst du nicht die Mox an Susis Stelle anführen? Nie im Leben. Ich tune lieber weiter Virtus. Schönen Dank auch. Bin nicht gerade gut mit Leuten, falls du es nicht gemerkt hast. Ach, komm, wegen die... Ja. Ich möchte noch was anderes ansprechen. Schieß los. Und zwar, ja, war es das erstmal, ne? War schön mit dir zu quatschen, Marielu, ne? War schön von dir zu hören. Ich bin für dich da, Vi. Ruf jederzeit an. Gern. Bis deine. So. Was ist der Karre jetzt hier? Oh nein. Der Relic kommt. Wie? An einer Baustelle gibt's eine üble Streiterei. Der Verantwortliche ist schwer bewaffnet. Wäre ein super Kandidat für unsere Psychostudie, wenn du ihn nicht gleich umlegst. Ich schick dir die Infos. Ja, wenn der Relic nicht gleich mein Kopf zerbröselt. Cyberpsycho. Ah, ich nehme doch lieber das Schadengewehr. Hallo? Was hat er denn da? Jetzt daneben. Nein! Nicht auf mich. Mit nachladen, Moment. Oh, was hat der denn vor? Ey, lass das. Was hat der denn von mir? Nein! Au! Arschloch. Lass mich doch mal nachladen jetzt hier. In den Sack geschossen. Hier, du bist mir gerade. Zack, ist es. Huh! Au! Junge! Ey! Holy Scheiße! Was denn Quatsch? Nein! Das kann doch nicht. Was ist er denn, Alter? What the fuck? Was ein Wichser, Alter. Was ist das denn? Oh, money!
Frech. Wie? Ja. An einer Baustelle gibt's eine üble Streiterei. Der Verantwortliche ist schwer bewaffnet. Wäre ein super Kandidat für unsere Psychostudie, wenn du ihn nicht gleich umlegst. Ich schick dir die Infos. Dann kämpfen wir dieses Mal halt aus einer erhöhten Position. Mit dem. Was macht der denn für einen Schaden, Alter? Junge! Lebt ja immer noch. Alter, der war tot. Komm, Mama, Mama. Fuck you. Junge, was ist denn mit dem? Alter. Musik hört ihr auch irgendwann mal wieder auf. Lies den Splitter, sieht nicht gut aus, okay. Nein, Journal später da. Oha. Alter, was ist das denn? Weil man meinen Arm ganz taub hier. Was ist denn jetzt kaputt?
Mit dieser Splitter, ne? Junge, willst du mich verarschen? Alter! Ja, genau! Aber sonst geht's dir gut, oder? Und weiter. Alter. Junge, 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 Junge. Gut. Gut. So, ja. Kann niemand gesehen. Doch suche die Informationen nach der Umgebung nach Informationen. Ach, ich hätte hier drauf schießen müssen, ne? Scheiße. Scheiße. Versuche die Umgebung nach Informationen, aber hier reicht das nicht. Überall. Achso, meint er das? Ja, meint er. Alter, was ist denn mit dieser Musik? Back doch wieder, ey. Ja, jetzt ist rum, endlich. Meine Güte. Ich dachte, die Musik hört jetzt gar nicht mehr auf. Abgeschlossene Mission. Soll ich gleich anrufen? Blin, 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 blin. Nicht? Ah, gut. Hier haben wir noch was. Jack, Jack, Jack Sparrow, Jack Sparrow. Naja, ne, der, ne, kann man mit die Duppelkarate 53 Meter. Alles klar, fahren wir hin. Was fährt ihr denn für die Scheiße zusammen, meine Güte? Und wie immer, euer Business ist auch mein Business. Goldene Shotgun, boy. Vorteilsplitter? Gib dir einen Vorteilsplitter.
Ja, warum denn nicht? Ne? Gut. Was ist das denn für ein grausliches Wetter hier? Ein Vorteilspunkt. Gut. Ich warte mal. So. Ja, es regnet nicht mehr, Gott sei Dank. Wow. Ein Staudamm. Ross. Rossmaschine. So, Vorteilspunkt. Ne, den sparen wir mal. Den her bei uns auf, gell? Jawohl. Kreuzzug, hier ist auch noch die Mission. Sieh nach, was los ist. Ja, das machen wir doch gleich. Da gibt's sogar Waffen. Ah, da gibt's Waffen. Ja, so, Bots, hier gibt's Waffen. Ja, ich glaube, es hockt. Und so ein dämlichen Kack später wieder. Ripper! Hey Ripper, was geht ab? Ich brauche einen Ripper, Doc. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Ja, will ich auch sagen, wa? Ich will mal gucken, ob es hier was Neues gibt. Was das? Ah, Gundschein, Benagampfwaffen. Nee, nee, das brauche ich nicht. Nee, nee. Nee. Ende. Oh. 15.000. Die nehmen es aber auch von den Lebenden. Kann das sein? Oh. Das gefällt mir aber gut hier. Oh. Ja, 20. Echt du Scheiße. 22.000. Ja, die nehmt aber auch von den Lebenden, ne? Ja, das ist ja, ich würde mal sagen, ne? Ja. Haben wir da hier was? Was ist das denn? Ach, da haben wir schon was Besseres ausgerüstet. Okay, was haben wir denn hier? Hätte Chance, Querschläger mit Powerwaffen. Ja, das brauche ich aber gar nicht. Ich hab ja gar keine Powerwaffen. Ich hab doch gar keine Powerwaffen. Powerwaffen. Dankeschön. Panam? B, kannst du gerade? Willst du reden? Ich meinte persönlich. Come on.